So, ich habe mir jetzt gerade ein bisschen Zeit genommen und mal wirklich hier alles perfekt eingestellt vom Licht her. Ich hoffe, ihr könnt sowohl den Echo Show als auch mich jetzt halbwegs gut sehen. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ding mal gemeinsam an. Aber der spielt mir gerade ein paar Nachrichten ab, aber ich sehe schon, der fährt direkt furchtbar schnell. Also, was ist, wenn ich jetzt hier mal auf den Mute-Knopf drücke? Unten roter Balken, hier ein Symbol und so ein kurzer Ton. Ja, schöner Ton. Kann man auch noch lauter machen. Boah, der geht aber laut. Huiuiui. Schauen wir mal. Ich kann hier touchen. Ah, Willis zu Hause? Aktiv? Oder versuchen. Interessant. Der zeigt mir was zu Willi an. Das ist ja mal schön. Was habe ich denn hier oben? Oder was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Ah, hallo, mein Lieber. Willi? Ja, wo bist du denn jetzt gelandet? Ah, ich bin auf meinem Sofa. Du bist gerade mitten im Video. Wo? Ah. Ich wollte dich gar nicht anrufen, ich habe nur einmal kurz drauf gedrückt und der hat den Anruf gestartet. Ja, das geht doch alles vollautomatisch. Mann, oh, alte Leute. Nee, geht gut. So, jetzt muss ich mal sehen, ob ich dieses Bild. Nee, das kann man nicht weiter verändern. Das oben in der Ecke. Nee, das geht nicht. Ich hatte gedacht, das kann man irgendwo hinsetzen oder sonst was. Ja, nee, geht prima. Also Ja. deine Stimme ist sehr gut von der Qualität her. Das kommt sehr gut rüber. Ja, also ich bin absolut begeistert, muss ich sagen. Qualität ist gut, Beleuchtung bei dir ist gut, und ich habe also hier jetzt so falsche Lampen. Alles. Ja, dann sehen wir zu, dass du was machst. Ja, wir müssen doch mal dann so eine richtige Sache starten mit dem Videoanruf, wie das geht und. Ich weiß ja gar nicht, wie das jetzt gemacht hat. Ich bin erstmal zu aufgeregt, die anderen Sachen zu testen. Ja. Na, na gut, dann sehen wir mal zu. Hast du mich natürlich voll auf meinem Sofa wieder erwischt. Ja, das natürlich. Aber Aber so muss es sein. ja, eine Frage. Hörst du dich doppelt? Nein. Ich mich nämlich auch nicht. Und das, obwohl die Lautsprecher so laut sind. Das finde ich super. Wir haben das ja getestet mit dem normalen Echo. Ja. Und da war die Qualität für mich gewöhnungsbedürftig. Die Qualität im Ton wie im Bild, die jetzt kommt, so hatte ich mir das mal vorgestellt, wo ich jung und dynamisch war. Ja. Ja? Also wenn ich jetzt sehr laut, also ich habe jetzt die Lautstärke sehr laut eingestellt, muss ich sagen. Ich Ich muss das auch. mal ein bisschen, ja. Mal sehen, ob es jetzt geht. Alexa, leiser. Jetzt sprech mal. So, Willi, jetzt rede ich ein bisschen. Ja, immer noch zu laut. Da musst du wahrscheinlich oben auf die Tasten drücken. Ach so. Ah, wo ist. Ich kann doch gar nicht sehen, Mensch. Hier. Nee, was mache ich? Doch, doch, jetzt. Aber wenn ich jetzt. Hast du denn schon festgestellt, wie der Bildschirm ganz, ganz, ganz langsam immer dunkler wird, wenn die Beleuchtung im Zimmer auch dunkel ist? Nee, das habe ich noch nicht festgestellt. Ich habe dir nämlich jetzt gerade erst vor 3 Minuten das Update fertig gehabt. Ach so, aber das hast du natürlich wieder nicht auf deinem Video. Das habe ich auf Video. Gott sei Dank. Nee, weil das interessant war, was er da einblendet. Du musst ja rauskristallisieren, wo die Unterschiede sind zwischen dem Sprachsystem und dem Videosystem. Genau. Verstehst du? Wo allein die Bilder, die er einbaut,
und auch nachher die Informationen, dass er ununterbrochen dir die neuesten Informationen gibt und dann dazwischen die Informationen gibt, was du mit dem Gerät machen kannst. Ja, das finde ich unwahrscheinlich klasse. Verstehst du? Ja. Ja, und das muss rauskommen. Nee, also was mich jetzt also freut ist, so macht es Spaß. Ja, nun kann ich natürlich nicht immer hochkommen. Ich muss ja jetzt mal sehen, dass ich auf meinem Sofa liegen bleibe als alter Mann. Ja, natürlich. Das ist nicht ja so. Dass du mich immer hochschiebst, das packe ich ja immer nicht. Nee, also ich muss sagen, so habe ich mir ein Videosystem gewünscht. Ich mir auch. Das ist super. Ja, ja, also jetzt müsste man noch sehen, ob man an der Beleuchtung noch ein bisschen was machen wollte. Die ist jetzt ja noch völlig ungünstig bei mir. Bei dir ist sie ja besser. Das heißt, aber du hast hinten keine, ich sehe dich ziemlich gut. Das muss ich dazu sagen. Ja? Ja. Nein, ich habe ja nur, du siehst ja hinten habe ich zwei dicke Scheinwerfer und das ist ja natürlich völlig falsch. Ja, die Scheinwerfer in meinem Rücken zu haben oder sowas. Ja. Da muss ich mir noch was überlegen. Nee, also so jetzt hast du Schlagschatten, jetzt besser. Ja. Ja, das heißt also, interessant wäre jetzt ja auch für uns, ob man dieses Bild, meine, wenn ich jetzt mit der Oma spreche und sowas, ja, die kriegt das nicht hin. Aber wir würden, also ich bin begeistert von dem Bild. Ja, ich auch. Ich muss auch sagen, die Kamera hat einen schönen Weitwinkel, aber nicht zu stark. Ja. Nee, wir müssen dann mal ein Video machen mit diesen Videosachen, wie die Qualität, Audio, wie kriegt man das in ein Video rein? Ich würde sagen, das kommt dann noch mit der Zeit. Ja, nee, verstehst du? Ja. Ich bin mal gespannt, wie die anderen das hinkriegen. Ja, also, dass aus dem Bildschirm das rauskommt, ist mir jetzt im Moment ein bisschen ein Rätsel. Ja, also die Kamera ist absolut perfekt, verstehst du? Ja. Es ist ein Weitwinkeleffekt, aber keine Verzerrungen. Genau. Ich sehe keinerlei Verzerrungen, verstehst du? Nee, gar nicht, ja. Bei dir hinten hier jetzt das Holz 100%ig gerade runter. Genau. Keinerlei komische Vignettierungen, wie heißt das? Vignettierung, ja? Ja. Nee. Ich bin begeistert. Nee, mach mal weiter und versuche mal mehr rauszuholen aus der ganzen Sache. Werde ich machen. Ja. Ne? Und denke an Sonnoff. Sonnoff. Nee. Der Willi und sein Sonnoff und sein Smart Home. Ich kann dich verstehen. Nein. Ich weiß, es gehört dazu, nein, klar. Hast du denn dir die Sonnoff-Dinger mal angeguckt? Ich habe es mir angeguckt, ja. Ich habe wirklich recherchiert. So, und da, du siehst zum Beispiel, bei dem anderen wird alles auf Optik gemacht. Das muss schick aussehen. Ich habe zum Beispiel, ich habe ja 4 Steckdosen. Ja. Ja, 4 Steckdosen a 30 oder 40 Euro. Und mit diesem Sonnoff vierfach, ja, da habe ich 3-fach Steckdosen dran gemacht und andere Verbindungen gemacht, also völlig flexibel. Du hast ja nur die Lüsterklemmen. Ja? Ja, und ich habe jetzt die 4 teuren Steckdosen rausgenommen, habe jetzt ganz speziell, verstehst du, zig Steckdosen, das heißt, verstehst du, 3-fach Steckdosen, ja, ganz billiger Art, ja, ich kann jetzt statt 4 Steckdosen für 120 Euro, kann ich jetzt 15 Steckdosen für 30 Euro machen. Das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Nee, verstehst du? Ja. Ja? Wenn ich eine 3-fach-Steckdose habe oder eine 5-fach-Steckdose und will jetzt 5 verschiedene Lampen einschalten, müsste ich das kompliziert machen. So habe ich überall nur diese Lüsterklemmen dran. Ja. Ja. Oder jetzt kommt der andere Trick, ja. Die haben ja auch die Komponenten für deinen Schaltschrank. Verstehst du, wo deine Stromsache da ist? Genau. Das heißt, du könntest den ganzen Kram bei dir in deiner Besenkammer, wo deine ganze Elektrik ist, könntest du diese Sonnoff-Dinger einbauen. Theoretisch? Verstehst du? Ja. So, das heißt, das ist die Sache, wenn ich einen Neubau mache oder Umbau mache, würde ich nur noch diese Dinger nehmen. Nee, guck dir mal an, was das alles bringt. So, jetzt lege ich mich wieder hin. Ja. Ja, und schlafe weiter. Mach das. Ja,
So, ach so, wenn ich ganz laut spreche, dann höre ich manchmal ein ganz kleines, weißt du, hin und her Echo so eine halbe Sekunde später. Ja. Ja. Fällt aber gar nicht auf und ist auch nur, also jetzt höre ich gar, jetzt ist absolut Stille. Ja. 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 Nee, da, ich finde, das ist die Sache, wenn wir uns mal unterhalten, ja. So, jetzt will ich dir noch eine Geschichte erzählen. Dann erzähl mal eine Geschichte. Ich will dir jetzt eine Geschichte erzählen. Damals in der Uni, in der Arbeit, kommt mein Herr Professor zu mir zu und sagt zu mir, Herr Alborn, es soll jetzt, wir haben einen großen Besprechungsraum, es soll jetzt irgendwo über das Internet eine Bildverarbeitung geben, sodass wir uns auch sehen und sprechen und die Leute in den verschiedenen Sachen zuschalten können. Das ist aber eine ganz teure und spezielle Sache. Gehen Sie mal, da ist eine Veranstaltung, gehen Sie da mal hin und machen sich mal schlau, was das kostet. So, dann bin ich da hingegangen und habe mir das angeguckt. Und zwar in einer schlechteren Qualität, die wir jetzt hier produzieren. Ja? Ja. Und dann hieß es, ja, der Aufwand und der, wir brauchen die und die Internetleitung, wir brauchen die Kameras, wir brauchen eine Schaltzentrale. Ich sage, ja, was wird denn das ungefähr kosten? Naja, die brauchen 3-4 Fachleute dazu, die das steuern. Ich schätze bei Ihnen so zwischen 200 und 500.000 Euro. Boah, das ist aber viel. Ja gut. So, da wollen wir mal sehen, da bin ich hingegangen. Ja, wir brauchen das dringend. Herr Alborn, würden Sie denn die Leitung übernehmen für diese Bildsache? Ich sage, wir bauen dann einen Raum ein, wo Sie das steuern können und. Ja, so. Und dann haben wir in der Sache das hingekriegt, was wir hier machen. Mhm. Ja? 3 Leute brauchten wir, um das zu bedienen, und 500.000 Euro. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, warum ich begeistert bin und warum du und deine 12-Jährigen das als ganz normal empfinden. Genau. Ja? Und das ist der Unterschied. Die Begeisterung, die ich habe und die Begeisterung, die die heutige Jugend hat, nämlich überhaupt keine. Ja, das scheint wohl zu stimmen. Ich sehe gerade, Willi, meine SD-Karte kann nur noch 1,5 Minuten, der Speicherplatz wird knapp. Na gut, alles klar. Mach was. Ja. Ja, war eine Wucht. Tschüss. Jo. Tschüss. Schalte ab, ich weiß nicht, wie es geht. So weit bin ich noch nicht. Einmal mit dem Finger drauf und dann links unten auf Auflegen. Einmal mit dem Finger drauf. Also der Willi ist ja echt ein lustiger Vogel, also war ein schönes Gespräch mit ihm. Leider ist irgendwann mein Lavaliermikrofon ausgegangen, habe ich gerade gemerkt. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich hoffe, mein Rode Videomic hat mehr oder weniger gut standgehalten. Ein Kritikpunkt habe ich noch. Als ich mit ihm telefoniert habe, der basslastige Lautsprecher, der ganze Tisch vibriert. Und das nicht gerade leicht, sondern wirklich schon unangenehm. Aber gut, meine Speicherkarte fasst jetzt nur noch knapp unter eine Minute, also ich muss mich jetzt langsam kurz halten. Entschuldigt die schlechten Lichtbedingungen wegen meiner Ausbildung, ich kann nur noch spät abends drehen. Aber schönes Gespräch mit Willi, wir haben heute richtig was gelernt, würde ich sagen, auch über Sonnoff. Es war ein tolles Video, mir hat es jetzt wirklich Spaß gemacht, die Geschichte von Willi war auch schön und es ist echt beeindruckend. Ich meine 500.000 Euro, 3 Leute und jetzt 220 Euro und ein Tastendruck. Das ist natürlich Wahnsinn und das in der Qualität. Aber gut, Leute, das soll es gewesen sein und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr Fragen zu dem Gerät habt, gern unten in die Kommentare. Das war's und tschüss Internet.